Herr Schneider, europaweit wird über den Umgang mit Flüchtlingen diskutiert. Es fehlt an Konzepten und an Mut. Wie kann Ihrer Ansicht nach eine größere Willkommenskultur entstehen? Willkommenskultur, das hat damit zu tun, wie Menschen Menschen begegnen können. Und ich glaube, das allererste ist, da wo es ganz konkret ist, vor Ort, in einer Stadt, in einer Gemeinde. Und da muss man dafür sorgen, dass Menschen den Menschen, die da kommen, begegnen, dass man voneinander weiß, dass man in Tuchfühlung kommt. Und ich glaube, dann verschwinden ganz schnell die Ängste. Ein zweites, das ist eine Ebene drüber. Viele Kommunen haben natürlich auch Sorgen, weil sie die wirtschaftlichen Folgen, die wirtschaftlichen Lasten fürchten, die mit Flüchtlingen auf sie zukommen könnten. Da ist der Bund und da ist das Land gefordert, jeweils auch Sicherheit zu schaffen. Zum Beispiel über die Zahl der Menschen, die in eine Kommune kommen und über die finanzielle Unterstützung, die in Kommunen gegeben wird. Das Entscheidendste allerdings ist für mich, wir brauchen eine klare europäische Flüchtlingspolitik und die muss anders sein als jetzt. Statt einer Politik, mit der wir Menschen an unseren Grenzen vor allem abweisen oder zurück in ihre Heimatländer führen wollen, müssen wir auch eine klare Option haben, dass Menschen hierher kommen dürfen und hier willkommen sind und aufgenommen werden unter guten Bedingungen und schließlich auch alle Länder in Europa sich daran beteiligen. Das heißt nämlich Solidarität zwischen den ärmeren und reicheren Ländern in Europa. Und heißt damit, alle Länder müssen die Sicherheit haben, wenn ich Menschen aufnehme, dann macht mir das nicht neue Probleme, mit denen ich nicht mehr zurechtkomme. Wie sieht denn aktuell die Situation in Bonn aus? Wie viele Flüchtlinge sind schon hier in der Gegend und wie ergeht es Ihnen? Wir haben in Bonn im letzten Jahr ungefähr 1000 offiziell asylsuchende Menschen in unsere Stadt aufgenommen. Wir haben in diesem Jahr eine Zahl prognostiziert von 1500 ungefähr, die kommen. Aber es gehen eigentlich alle Beteiligten an dieser Arbeit davon aus, dass das mehr Menschen sein werden. Dabei ist nicht im Blick, dass viele Menschen auch hier nach Bonn gekommen sind mit einem Gaststatus über Verpflichtungserklärungen zum Beispiel. Das heißt, die Zahl der real hier ankommenden Menschen ist deutlich höher. Für Bonn heißt das, in der Arbeit für diese Menschen passiert ganz viel. Den Menschen geht es unter vielen Gesichtspunkten hier, soweit das in den Möglichkeiten der Stadt und vieler Ehrenamtlicher und Vereine, die das unterstützen, möglich ist, gut. Aber wir haben in Bonn besondere Probleme. Das eine ist Wohnung, Unterkunft. Wir brauchen für diese Menschen auch angemessenen Wohnraum und daran fehlt es in Bonn ohnehin schon. Das heißt, da ist ganz großes Engagement gefordert. Und ein zweites Thema ist ein ganz menschliches. Diese Menschen suchen eine Perspektive. Das heißt, das Verfahren, in dem ihr Aufenthaltsstatus geklärt wird, muss deutlich schneller werden. Wer aus einer Flucht, aus einer ganz unsicheren Lebenssituation kommt, der braucht ein Stück Sicherheit und der kann nicht über Jahre in einer weiteren Unsicherheit hier bleiben müssen. Wie nehmen Sie die Reaktion der Bonner Bürger auf Flüchtlinge wahr? Das kann man ganz kurz beantworten. Positiv, aufnahmebereit, begegnungsinteressiert. Und das ist immer wieder begeisternd, wie viele Menschen sich in Bonn ehrenamtlich, Vereine, Verbände, Gemeinden engagieren und mit diesen Menschen zusammen sein wollen und ihnen Hilfe, ganz konkrete Unterstützung geben. Im Internet finden sich zuhauf fremdenfeindliche und menschenverachtende Kommentare, die sich gegen Flüchtlinge richten. Woher rühren Ihrer Ansicht nach diese negativen Einstellungen gegen die hilfsbedürftigen Menschen? Ich glaube, da machen sich bestimmte Parteien und Gruppierungen am rechten äußeren Rand die Unsicherheit und das Unwissen und auch manche Sorgen der Menschen zunutze, um da einen großen Unmut zu schüren. Ich glaube, dagegen muss man ganz entschieden vorgehen und das tut man am besten, indem man Begegnungen schafft, indem man Menschen darüber informiert, was es heißt, wenn eine Flüchtlingsfamilie in ihre Nachbarschaft zieht, indem man auch Informationen darüber gibt, aus welchen Lebenssituationen, aus welcher Not auch diese Menschen hierher zu uns kommen. Und wenn es um den nächsten Schritt geht, um Gewalt gegen Flüchtlinge, dann ist ganz klar der Rechtsstaat gefordert. Vielen Dank für das Interview. Gerne.